Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder, beziehungsweise begrüße euch recht herzlich neu hier zu Sir, You Are Being Haunted, oder besser Fox, You Are Being Haunted, müsste es in diesem Fall hier heißen. Das Ganze habt ihr euch schon ein bisschen gewünscht, es ist jetzt gerade im Early Access 50% Rabatt gewesen, also komm, dann gucken wir uns das mal an. Was ist das Ganze? Das Ganze ist ein Open World Survival Game, bedeutet also, wir müssen in einer offenen Spielwelt versuchen zu überleben, hat so ein bisschen was von DayZ. Entwickelt von Big Robot. Und ja, was genau passiert hier? Die Welt, in der wir nachher versuchen müssen zu überleben, wird zufallsgeneriert. Das erinnert ein bisschen an Minecraft. Das sind irgendwie 3 oder 4 Inseln. Und das Ziel des Spiels ist, wir müssen von der Insel fliehen und dabei halt überleben und nicht von diesen netten Robotern hier, ja, erwischt und getötet zu werden. Ich würde auch sagen, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, also ich habe nur mal kurz angemacht und geguckt, ob es geht und mich dann ein bisschen gewundert, warum mein DxStory es mal erkennt und mal nicht. Und ich würde sagen, wir stürzen uns direkt rein, der Weltgenerator dauert nämlich so eine Zeit und würde sagen, wir bauen uns dann hier einfach mal eine neue Welt und schauen wir mal, was auch immer hier los ist. Ich würde das einfach mal so lassen, ne? There are 5 islands in the Archipelago. Click the biome type button to change each island, then or click edit to change more advanced settings. Ach, wir können das hier, können wir sagen Mountain, dann können wir sagen, ah, okay, Industrial und was gibt's noch? Nochmal. Rural, alles klar. So können wir die Gebiete anpassen, wie die Inseln aussehen. Ein bisschen haben wir jetzt mal alles gemischt, ne? Ein bisschen Berg, ein bisschen, was auch immer Fans ist. Industrial ist klar, das wird wohl so ein bisschen Industriegebiet sein und dann sagen wir ihm einfach mal, er soll mal bauen, das Ding. Also was ich im Internet so in der Steam-Community habe, bis jetzt gelesen habe, ist, dass das Game wohl ziemlich übel sein soll und ziemlich schwer. Also es ist so eine Mischung aus, ja, DayZ, würde ich mal sagen, anstatt Zombies, Roboter und halt knutzelschwer. Man wird sehr schnell, also man braucht Essen und Trinken und das geht einem wohl ziemlich schnell aus und es ist wesentlich rarer gesät als in DayZ. Also ich bin ziemlich gespannt, es sieht ja ganz interessant aus. Was wichtig zu erwähnen ist, ist, wie gesagt, es ist noch Early Access, bedeutet, es ist noch eine Alpha und da sind noch viele Sachen nicht final und können noch geändert werden. Also das ist hier nicht repräsentativ für das fertige Produkt. Das will ich nur schon mal vorweg sagen. Ja, lassen wir uns hier mal eine Welt generieren. Ich trinke mal gerade ein Schlückchen Tee. Normalerweise müsste ich hier Tee mit Milch trinken, damit das Stil echt zum Setting passt. Das ist so ein bisschen britisch, aber ich denke, Friesentee würde das auch tun. Und dann hoffen wir mal, dass er mal hier ein bisschen hinmacht. South Island. Das ist schon mal gut. 2 von 3 Inseln haben wir schon mal. Sieht ja ganz nett aus. Also wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. Das wird mal wieder blind und ist so ein kleines Bonus. Also ich würde das jetzt... Es wird wahrscheinlich kein richtiges Let's Play werden. Vor allen Dingen, also zumindest nicht so lange das noch in der Alpha ist. Wir gucken jetzt mal rein. Ich denke so 5 bis 10 Folgen. Schauen wir uns das mal an. So ein kleines Blaufuchs hat Urlaubs-Special, will ich das mal nennen hier. Ja, da Leder und Leder. 3 Inseln haben wir schon. Fehlen noch 2. Könnt ihr gleich meine wunderbaren Künste des Sneakens kennenlernen? Ich habe nämlich keine und hier in dem Spiel ist wohl, vor allen Dingen am Anfang läuft man wohl sehr viel weg, wenn man noch keine Waffe hat. Und naja, ich und Sneaken, ne? Ich werde dann immer so ungeduldig und ja, naja, hoffen wir mal das Beste. Mal sehen, wie das hier so wird. Schwierigkeitsgrad habe ich nicht gefunden, bedeutet, wird für alle gleich hart, insofern müssen wir da wohl durch. Na los, jetzt machen wir hier West Island, das lübt doch noch. Filling Region. Das erinnert ein bisschen an Minecraft. Was mich gewundert ist, wie klein das Spiel ist. Es ist nur knapp 400 MB groß, also 380 oder so. Das ist ziemlich klein. Da habe ich irgendwie mehr erwartet, war ich sehr erstaunt, war schön, konnte ich das gestern mal noch ganz entspannt runterladen, nachdem ich das erworben habe. Also, wen das hier interessiert, schlagt schnell zu. Ich glaube, wenn ich das Video, boah, heute noch hochkriege, dann habt ihr noch bis Ende der Woche. Oder, warte mal, bis heute noch? Ich weiß gar nicht, wie lang das ist. Das ist Midweek Madness, das geht immer, glaube ich, nur bis heute. Bis heute 19 Uhr, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Also, wenn ihr es gesehen habt, habt ihr euch gerade darum gebracht, das für günstig im Midweek Madness zu kaufen. Aber keine Angst, der Herbst-Sale rückt nahe. Die Blätter fallen ja schon. Ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass Steam bald wieder seinen Angebotsbeutel öffnet und unser Geldbeutel leert, ne? Okay. Sir, if you can hear this, then the experiment has gone terribly wrong. Das klingt ja schon mal nicht gut. I fear you may be trapped on the archipelago, but don't panic. The Standing Stones should be nearby. With them and some luck,
You may still be able to escape. Listen very carefully, and you might just survive. Okay. I am afraid pieces of the device are now scattered across the islands. They became quite hot during the experiment, so perhaps you could look for the smoke. Bring any you find back to the Standing Stones, then we should be able to get you home. I'm dreadfully sorry, sir, but this does mean postponing dinner preparations. I do hope you remember to eat something. You must try to keep your strength up. Perhaps some tea and biscuits from one of the nearby houses. The residents won't mind because they're... well, they're not at home. Oh, and do be careful, sir. You're being hunted. Sieht schon mal nett aus. Oder ist mal was anderes als Zombies, ne? Ist mal eine ganz willkommene Abwechslung. So, Loading Central Island. Ha, du hast verraten, wo wir sind. Handy Survival Guide. Distraction. The robots will investigate noise. Use this to your advantage. Okay. Oh man, das wird lustig. Das sag ich euch jetzt schon. Ich werde so viel leiden. Ich bin so schlecht in sowas. Okay, examine this with the F key. Hier gibt's Dinge, die wir examinen können. Wie läuft das Game denn so? Erstmal gucken. Es sieht ja... Es hat so einen eigenen Stil, ne? Sieht auch so, woran erinnert mich denn das? Das erinnert mich an irgendwas. Na gut, wir legen mal los. Es läuft sonst soweit ganz gut. Ach, wir haben hier unten einen Visibility-Balken, wie doll man uns sehen kann. Oh, da fliegt irgendwas rum. Wie kann man sich ducken? Ah ja, mit C kann man sich ducken. Wahrscheinlich, ne. Kann man sich auch irgendwie hinlegen? Man kann sich nur ducken. Okay. Examinen wir erstmal das hier. Uha, guten Tag. Looting an enemy. You can find useful item on many objects in the world. Fallen robots like this chap often carry loot, but you will also find things hidden in the doors of buildings, sheds, or even at the bottom of dustbins. An icon will appear when you mouse over a potential loot source or useful object. You can store items inside any sort with a green background. They will still be there when you come back. You cannot stash loot in a red background object like this chap's pockets. Ah, okay, also wenn irgendwas grün ist, das heißt, da können wir Sachen drin lagern, und wenn etwas rot ist, dann können wir daran nichts lagern. Ah, cool. Wir haben schon mal hier. Ah, very useful. Ja. Now you can observe your pursuers while keeping a safe distance. Das ist schon mal gut. Kann ich das, wo packe ich das denn hin? Aha, Slot 1. Wir haben hier schon mal Goggles gefunden. Was ist das? Eine empty bottle, racks for bandages. Kann man die stacken? Nope. Pie. Ein Alarm-Quop. Alarm-Clock-Quop, sag ich schon. Glock-Clock, was machen wir denn damit? Damit kann man wahrscheinlich Noise erzeugen. A spooky Pumpkin. Happy Halloween. Na, nice. Okay, dann haben wir den Typen mal gelootet. Wie komme ich hier wieder weg? Escape? Oh, yep. Escape. So, was haben wir noch zum Examinen? Steine. Leuchtende Steine. F. The mystery of the stone circle. These are standing stones. Return the mysterious fragments of the device to this central stone and leave them here. Also wir müssen von diesem Gerät, das zerbrochen ist bei dem Experiment, die Einzelteile zurück zu diesem Stein bringen. You can also save your progress at this stone. Apart from boats, it's the only place you can do so. Remember to hit the save progress button every time you're here. You cannot save while bleeding or starving. Oh, das Spiel ist aber böse. Save progress. Save in game. Okay. Seht das schon, hier sind wir wieder an so einen Speicherstand gebunden. Das ist mal ärgerlich, wenn man nicht überall speichern kann. Vor allem, wenn man so Let's Play, das ist immer doof, ne? Was ist das? Bestimmt das erste Fragment. Sieht ein bisschen so aus. Excellent. You found one. Return that fragment to the standing stones and leave it there. You'll be one step closer to home. Okie dokie. These mysterious fragments are your key to escape from the archipelago. What auch immer. Archipelago? I don't know. When you find one, return it to the standing stones marked on your compass with a circle. Das ist gut. Wo ist mein Kompass? Ach, da oben. The circle. Okay. You can see how many fragments remain on each island in the inventory window. Remaining, oh Gott, 25. Holy shit. Und das Ding ist riesig. Holy shit. Okay. Let's do this. Bringen wir das mal zurück hier. Zum Stone.
Balls. I'm putting the kettle on now, sir. We'll have you home in no time. Natürlich, ich muss nur noch 25 finden. Ach nee, insgesamt und 8 on this island. Okay. Save mal wieder Progress. Saving game. So, ihr seht da oben ja auch schön hier Alpha 064839. Work in progress. Dann muss ich das selber ja gar nicht hinschreiben. Ich wollte schon so nett sein und mal hier so einen Info-Button hinmachen, aber steht da ja, brauche ich das nicht machen. So, Steuerung wäre nochmal interessant. Ich guck mal gerade. Control Settings. Jump, Space, Run, Left, Shift, okay. Crouch mit C, Inventory E, Interact mit F, Bandages mit H, Leanen kann man auch, Text Screenshot und die Equipment Slot. Fire, Aim, Zoom in, Zoom out, okay. Back to the game. Jetzt können wir gleich mal gucken in Slot 1. Haben wir die Goggles? Okay. Nice, das funktioniert schon mal. Können wir schon mal ein bisschen umgucken. Hier hinten sehe ich auf jeden Fall ein Häuschen und Vögelchen. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz langsam und vorsichtig hier dahin und schauen mal, ob es da was gibt. Aha. It looks like there's something useful in there. A map. Oh, and if you find anything edible, don't look at it too closely. The skull of a sheep. Junk, junk, junk. A red. Naja, mal gucken, vielleicht kann man damit irgendwas machen. A dead red, das kann man bestimmt essen. Und eine Map. Kann ich die auf drei. Kann ich die nicht in einen Slot packen? Nein. Okay, also den Schrott lassen wir natürlich mal liegen. Wie kann ich denn jetzt die Map benutzen? Use. Aha. Na, das ist ja eine super Map, ne? Aber immerhin, man hat so grob den Plan. Gut, gehen wir weiter in diese Richtung. Kämpfen wir uns mal ein bisschen vorsichtig hier durch. Also noch sehe ich ja nichts. Aber hier soundmäßig spielt hier langsam auch ein bisschen was mit. Hat so ein bisschen was von hier Slenderman, nur in hell. Und britisch. So, okay. Hier ist ein offenes Feld. Bevor wir da jetzt natürlich rumrennen wie so ein Irrer. Gucke mal, da unten sehe ich da schon was. Robots. Okay, und da ist so ein Fragment. Das ist natürlich schlecht. Da kommen wir schlecht ran. Hier leuchtet. Was sind das eigentlich für leuchtende Dinger? Da hinten ist noch ein Fragment, das sind auch Robots. Ich würde sagen, das hilft uns so erstmal nicht weiter. Wir haben weder was, womit wir Noise machen können, noch was, womit wir irgendwie uns verteidigen können. Also würde ich sagen, machen wir nochmal kurz die Karte auf. Und schau mal, hier gab es in diese Richtung, wenn wir uns einmal komplett drehen, gibt es wohl Häuser. In diese Richtung. Oh, dass man das nicht auf so einen Slot legen kann, das kann nicht sein. Ist ja mega nervig. Okay, einmal hier so rum und dann nach rechts gibt es Häuschen. Würde ich sagen, gucken wir uns da erstmal um. Vielleicht finden wir da eine Waffe oder sowas. Und irgendwie Essen. Wir sind nämlich noch ziemlich hilflos und da ist es, glaube ich, nicht so sinnvoll, sich schon direkt mit den Robotern anzulegen. Ah ja, mal gucken. So wie ich mein Glück kenne, schaut mal, da ist doch schon ein Häuschen. Gehen wir da ganz vorsichtig hin, können wir ein bisschen schneller laufen. Vitality, die ist jetzt schon bei 68. Holy shit. Das ist aber übel, wenn ich überlege. So, mal gucken. Ich sehe hier soweit erstmal keine Roboter. Das heißt aber nichts, ne? Hi, Wedling. Welcome, careful ramblers. Okay, es ist ziemlich dunkel geworden hier, aber ich sehe mal keine Roboter. Ich bin zuversichtlich. Man kann wohl in die Häuser, wie ihr seht, nicht rein, sondern man lootet einfach die Häuser. A sharp stone, das ist schon mal nicht schlecht. Oh Gott. Gammeliges Brot, eine Ratte, noch eine Ratte. Junk, junk, junk. Okay. Da muss also auf jeden Fall noch was passieren. A cracked teapot. Ziemlich viele Ratten. Blake Riding Sprouts. Nehmen wir mal alles mit. Das kann man wahrscheinlich dann essen, so eklig wie das ist. Wo ist mein schöner Stein? Den equippen wir mal auf Slot 3. Ach, den kann ich werfen. Und wahrscheinlich auch nur einmal. Ich mein Glück kenne. Sharp Stone. Noch was zu essen. Oh! Stilton, der ist sogar noch essbar.
Nehme ich jetzt die ganzen Ratten mit? Ich habe keine Ahnung, was man mit denen machen kann. Man kann die auf jeden Fall usen. Wahrscheinlich geht's einem dann aber nicht so gut, aber was soll's, ne? So eine kleine leckere Ratte. Besser als nix. Ah, der Mond. Es ist schon ziemlich British, muss man zugeben. Sieht aber soweit ganz cool aus. Okay, ich nehme mal alles mit, was man essen kann. Scheiß drauf. Dann können wir uns danach nämlich mal ranmachen an die Robots. Oh, a trap. Pack mal Waffen, packe ich mal nach unten, damit ich so ein bisschen Übersicht behalte. Was ist das? Nasty Weed Killer. Da können wir nichts. Chocolate Biscuits. Yeah. A pipe and tobacco. Das schadet nie. Exotic Spice. Das ist Junk. Ich weiß nicht, damit könnte man doch bestimmt was machen. Noch mehr Ratten. Wie viele tote Ratten hier überall rumliegen? Was ist denn da los? Naja. War ich jetzt bei dem Häuschen schon? Nope. Unpleasant Eggs. Ah, nehm die tote Ratte auch noch mit. Hier läuft, ne? Sherry. Yes. Das läuft doch. So. Ich würde sagen, wir sind dann erstmal ausgerüstet. Ich versuche jetzt mal hier so Kekse zu essen. Use. Okay, hat das 2 gebracht. Ist das jetzt euer Ernst? Okay, das hat es schlechter gemacht. Oh man. Cherry, der hat uns gefüllt. Und jetzt haben wir noch eine leere Bottle. Oh, toll. Und wir sind betrunken. Natürlich. Natürlich sind wir das. Okay, wie kann man noch geil überleben als besoffen? Oh Mann. Oh Gott, wir gehen mal. Oh Gott, das will ein Junge. Das ist aber schlimm. Da sehe ich doch Roboter. Oh shit. Okay, wir sneaken da mal vorsichtig hin. Oh, es geht uns wieder gut. Es war nur dieser. Wir hätten es nicht exen sollen, denke ich mal. So, meine Freunde. Alles gut bei euch da hinten? Ja, ne? Mal hier die 3. Oh, 2 Stück habe ich Tatsache. Oh man. Okay. Hab ich gerade gefurzt? Ich glaube, mein Typ hat gefurzt. Okay, wir sind auf jeden Fall nicht sehr visible. Das bin auch guter Dinge. Komm mal bloß nicht nah hier ran hier, ne? Das geht gar nicht. Das können auch die Roboter sein. Ist schon mal cool, dass sie eine Pipe rauchen. So muss das sein. Ich weiß auch nicht so genau, ne? Ah, er kommt hier näher. Ich kann da noch keine Patterns irgendwie erkennen. Oh shit, er kommt hier auch nah an. Oh Gott, wir gehen mal lieber außen rum. Noch sehen die uns nicht. Oh shit. Oh, ich glaube, wir sind schon jetzt gearscht. Weglaufen, weg. Holy fuck. Ah, dann nicht so gut, ne? Oh mein Gott, ein fliegender Ballon. I don't like that. Hauen wir mal ab. Zum Glück hat der Sherry uns Kraft gegeben. Verpissen wir uns mal lieber. Frage ich, wie weit man so laufen muss. Ich würde sagen, die sind schon wieder out of range hier. Okay. Na, das hat ja nicht so gut funktioniert. Wir bräuchten irgendwie eine Waffe. Wobei selbst dann, ne? Wir hören wahrscheinlich, sind die aggro auf laute Geräusche und dann bringt uns das auch wieder nix. Gut, gehen wir mal einfach weiter gucken. Hup. Hoppen wir mal over the fence. Liegt da hinten was rum? Not so sure. Die Frage ist auch, wie groß sind diese Inseln? Gefühlt schon mal ziemlich groß. Aber gut. So ein kleiner Ausflug, ne, durch die Matschepampe ist schon jetzt nicht schlecht. Ich sehe ja zumindest keine Roboter. Das erste schon mal nicht. So. Da hinten leuchtet was. Das sieht gut aus. Das sieht nach Hütchen und Haus aus. Würde ich sagen, machen wir uns mal vorsichtig dahin. Auf. Ach Gott, der Part ist zu Ende. Oh, und da sind Roboter. Okay. Würde ich mal dick sagen, machen wir direkt hier einen Break. Jetzt gucke ich da gerade nochmal runter. Okay, die sehen mich nicht. Und da leuchtet was. Wir können gleich mal versuchen, da den Stein zu kriegen. Jetzt ducken wir uns erstmal hier hinter. Schön dieses
Fälschchen und bleiben dann mal hier. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem interessanten Experiment hier. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder und werden mal gucken, dass wir irgendwie eine Waffe und was zu futtern finden. Ratten sind anscheinend ja doch nicht so gut geeignet. Kommentare, Feedback wie immer unter das Video posten. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und ansonsten viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Euer gejagter Blaufuchs.